Held aus Amerika halt. Ich fliege einfach mit meinem Fallschirm heran und werde ihn danach eliminieren. Kann es sein, dass ich immer nur von der falschen Seite gekommen bin? Da ist er! Beenden Sie sein kurzes Leben! Komm, Kollege. Du bist ein Söldner, ich bin ein Söldner. Es kann bloß einen geben. Seht ihr mich nicht? Feind geortet! Angriff! Angriff! Seh nicht mal hin. Der Kerl lebt immer noch. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab dem ganzen Magazin in die Birne geknallt. Kann man den denn nur mit einer Sniper erledigen? Achtung, Scharfschützen. Okay. Jetzt gibt es wirklich nur noch diesen Söldner. Also es könnte doch jetzt nur noch einfach werden. Wäre da nicht der Söldner an sich. Aber ich habe da gerade eine Idee. Denn wir haben Handgranaten. Und hier ist ein Arzneikasten. Was gibt es Besseres als Handgranaten oder Arzneimittel? Der soll mal kurz wieder Cooldown kommen. Also, okay, macht er nicht. Aber er mag Handgranaten. Junge, jetzt. Entscheid dich doch mal für den Tod, Junge. Man braucht einen Killer, um einen Killer zu töten, habe ich schon immer gesagt. Ja, war aber jetzt schon nicht mehr Killer. Der war ja dermaßen überall. Krass. Schnell. So was mag ich erst recht nicht. Aber ich hab wieder was Schönes. Flieg los, Kollege. Flieg los mit deinem Leoparden. Flieg los. Geht doch, er flieg los. Das ist doch mal eine coole Abwechslung. Sowas sollte, glaube ich, nicht passieren. Seit wann können die eine Kehrtwende fliegen? Aber naja. Kehrtwende her oder hin, hin oder her. Da vorne ist unsere nächste Mission. Und wir lassen uns fallen, denn da unten fährt was. Komm her, Motorrad.
zwei Missionen sucht man nach dir und dann findet man dich und du fährst immer noch vor ihm weg. Das ist doch. Geht doch. Nein, komm ich nicht. Ich helfe dir jetzt nicht. Nein, das will ich nicht tun. Denn auch mein Spielepensum ist begrenzt. Ich kann nicht jetzt hier nur 5000 Mal fehlen. Sonst wird langsam die Festplatte sich füllen und ja. Die mehreren Videos wird dann irgendwann nicht mehr zu verarbeiten. Schon wird bloß dauern und ich schätze mal, das ist nicht im Interesse von euch Zuschauern und auch nicht um meine. Je voller die Festplatte, desto mehr muss ich rendern und rendern ist ja sowieso sicher, sonst könnt ihr die Filme ja nicht sehen. Naja. Lass mich raten, muss ich abbiegen? Nein. Ich kann mal gerade rausfahren, das ist doch auch cool. Okay. Feind geortet! Angriff! Angriff! Treffen mich in einer Militärbase. Hat was, was nicht logisch ist. Komm, schnell zum Telefon, eh. Ha, Glück gehabt. Hören Sie, Scorpio, für diese lange Reise brauchen Sie ein Flugzeug. Ich erkläre Ihnen alles unterwegs, Xadadu. Okay, das kenne ich auch nicht. Warum kenne ich plötzlich kaum noch die Quests, die ich mache? Auch wegen dem Flugzeug bin ich hier. Andrew Iceland. Eine unserer Sonderlieferungen wurde über einer Insel in der Nähe abgeschossen. Genauer gesagt, ist eine ganze verdammte Drogenraffinerie futsch. Das Rohopium, das Labor, alles. Sie müssen zur Absturzstelle auf Hantu Island und mit dem Piloten die Fracht wieder beschaffen. Bringen Sie sie zum Strand. Ich lasse sie dort abholen. Ich glaube, ich kenne diese Insel. Ich kenne normalerweise dorthin. Es gibt Gerüchte, dass Flugzeuge einfach abstürzen und Schiffe im Nebel verschwinden. Man hört nie wieder was von ihnen. Wir dachten, es wäre eine fantastische Route für unsere Schmuggelgeschäfte, weil sich nicht einmal das Militär dorthin wagt. Ja, was wirklich so denn dort? Eins noch, Xadadu. Etwas stimmt mit den Sendern an der Fracht nicht. Sie werden irgendwie blockiert. Vielleicht ist es dieser alte Fluch, von dem meine Großeltern mir erzählt haben. Sie sagen, auf der Insel spuken die Seelen toter Kannibalen herum. Ich habe noch nie die Seele eines toten Kannibalen gesehen, glaube ich. Und da vorne seht ihr dieses dicke Türmchen. Das ist nicht sinnvoll. Wirklich sehen, was für ein Effekt dieses dicke Türmchen hat. Rauchsignale? Sind wir hier am Rio Grande oder was? Das Feuer hat bestimmt unser abgeschossener Bruder angezündet. Nichts wie hin, Scorpio. Denn jetzt gleich kommt was Gutes. Wie seht ihr das? Los, schnell weg. Ich kann Sie nicht mehr hören. Sind Sie da? Irgendetwas muss die Übertragung blockieren. Irgendetwas Großes. Ja, irgendetwas Großes hat er recht, das dicke Ding da vorne. Denn man
Anscheinend hat Baby Panay sich auch noch eine gute Abwehrmittel gebaut. Den größten Tesla-Spulengenerator der Erde scheint so. Denn er manipuliert hier das Wetter. Kann prinzipiell nur was mit Magnetfeldern zu tun haben. Da vorne ist das Rauchsignal und da vorne steht auch einer von den Ulas. Ziemlich gut. Mann, bin ich froh, Sie zu sehen, Freund. Sie haben keine Ahnung, was für seltsame Sachen hier vorgehen. Sri schickt sie, richtig? Er schickt sie, um mich zu retten, oder? Ich bin wegen der Fracht hier. Gut, Sie wollen mich also nicht töten. Steigen Sie in den LKW und fahren Sie. Ich zeige Ihnen die Donnermaschine und die 100 Jahre alten japanischen Infanteristen. Wir wurden vor ein paar Tagen vom Himmel geholt und seitdem versuche ich, sie zu erreichen. Aber es gibt hier irgendein veraltetes Gerät, das einen elektromagnetischen Impuls aussendet. Und jetzt kommt's! Die kaiserliche japanische Armee hat es im Zweiten Weltkrieg installiert. Und wissen Sie was? Die sind noch hier! Echt? Das ist kein Witz! Ein Haufen wahnsinniger Hundertjähriger mit Gewehren und Kanonen, die glauben, dass immer noch Krieg ist. Sie haben uns vom Himmel geschossen und alle meine Brüder wurden getötet. Nach diesem kleinen Abenteuer können Sie diesem Sri Irawan sagen, dass er mich viel besser bezahlen muss, wenn ich weiterhin für ihn arbeiten soll. Tun Sie mir einen Gefallen, Kumpel, und halten Sie den Mund. Das hört sich schon so ein bisschen nach einem Film an, denn ich habe mal den Film Zwei erste Trumpflaufen gesehen mit Terence Hill und Bud Spencer. Und da war sowas Ähnliches. Da war zwar nur ein japanischer Soldat, aber der hat noch gedacht, es wäre Krieg. Und der hat alles Mögliche, was an Amerikanern auf diese Insel kam, versucht zu erschießen. Was zum Teufel? Ja, das ist sie. Kaiser Hirohitos Geheimwaffe. Irgend so ein Teufelsgerät, das Schiffe versenkt und Flugzeuge zum Absturz bringt. Ich habe ja schon viele verrückte Dinge in meinem Leben gesehen, aber hey. Ich erkenne diesen Ort. Wir sind gleich da. Okay, wir sind gleich da. Das heißt, gleich werden wahrscheinlich die 100-jährigen Chinesen rumspringen, von denen er erzählt hat. Aber dafür, dass hier so ein Krieg war, ne? Muss ich sagen. Wir sind da! Ich lade die Fracht auf den LKW und Sie kümmern sich um den großen Turm mit dem Impulssender. Er bezieht seine Energie von den beiden kleineren Türmen. Sie müssen sich also erstmal um die kümmern. Viel Glück. Oh, na klar. Ja, es ist ja irgendwie so logisch, weil... Aber das ist der... Das ist die Quest aus dem Benchmark. Im Benchmark von Just Cause 2, den habe ich auch schon einige Mal durchlaufen lassen. Und zum Beispiel die Videoentstellung des Deathmatchs auf diesem Turnier. Könnte sein, dass das hier schon ist. Anscheinend nicht so. Noch ein Ding höher. Diesen Krieg kannst du nicht gewinnen, Wacker! Geil. 100 Jahre alte Chinesen, die darauf hoffen, mich zu besiegen. Hauptsache sie haben moderne Waffen, das ist ja...
700 Jahre alt, aber im Gehen nutzen, da wird's doch hier so. Noch einer? Noch mehr. Gott, jetzt kommen die hier in Scharen raufgelaufen. Kein Problem. Und jetzt zum zweiten Tor. Nee, jetzt erstmal. Wie? Ah, noch voll. Zum zweiten Turm. Kann ich mich so... Kann ich. Klemmen. Das ist ja hier schon fast Agenturmission, muss ich sagen. Das heißt, ich will auch besser bezahlen. Die Japaner. Die lassen sich sogar mit dem Flugzeug abwerfen. Die sind doch bekloppt. Naja, wenn die doch denken, es ist Monarchie, dann lassen wir sie mal in ihrem Irrglauben. Sollen die doch denken, was die denken wollen. Hauptsache, wir denken nicht, es ist noch Krieg. Sogar japanisch, das ist ja... Hundert Jahre Tatarbeise, die hier rumlaufen und dann schießen, ist doch... Energieversorgung erledigt. Und jetzt zum Großen. Wofür auch immer ich jetzt noch zu dem Großen muss, weil... Das gibt gerade irgendwie für mich keinen Sinn, aber naja. Sowieso keinen Sinn, warum soll ich für so einen Hula-Boy hier rumfliegen und mein Leben riskieren, aber naja. Na, ich soll da echt raufklettern. Ja, scheint keinen anderen Weg zu geben, als raufzuklettern. Anscheinend habe ich mich gerade wirklich hier ausge... Ah, eine Plattform. Doch nicht, ist eine Fallform. Für ein paar hundert Jahre altes Gebäude. Hört sich an, als wenn die Japaner gerade sterben würden. Aber die haben ja noch nicht mal gerafft, dass der Krieg vorbei ist. Scharfschützen. Sowas finde ich gar nicht gut. Leute in Anzügen. Und Anzüge an? Das sind Spezialeinheiten, so Ninjas oder so. Leute, ihr seid 100 Jahre alt. Ich glaube, den Chinesen sehr viel mit Heilung und so können machen. Nicht, dass die 100 Jahre alt werden, das ist...
auch mit chinesischen Kräutern, die ist Aufgussbädern und all möglichen Scheiß nicht möglich. Noch einer. Wie oft muss man euch verdammten Penner eigentlich töten? Eine moderne Sniper mit Laservisier hat er auch aus dem Zweiten Weltkrieg oder woher. Nehmen wir den Pfosten. Dann klettern wir zu diesem Rohr da. So eine scheiß Kletterpartie hier. Ha. Geschafft. Okay, der Impulsgenerator wird wohl da ganz oben sein. Ja, nehmen wir es mal so an, denn wir sind geschossen auf uns. Woran man ja ein wenig erahnen kann, dass die uns nicht mögen. Nur einer? Okay, die Chinesen werden mir immer sympathischer. Zeitspiel mit Leben und Tod und so. Das, ja. Alles klar. Und jetzt nichts wie raus hier. So, okay. Das Geheimnis von Hantu Island ist also endlich gelöst. Überhaupt nichts Seltsames dran. Jetzt kommen wir durch, Xerdadu. Hören Sie mich? Ja. Gut. Ich schicke einen Helikopter zum Strand, der Sie beide abholt. Und mindestens 3 Kisten der Fracht. Hätte fast die Fracht vergessen. Ja, bewegen wir uns zu dem LKW mit der abgelosten Fracht.